Da kommt so ein Vollpfosten und dann fängt er zu kritisieren. Trainiere ich damit 47 Jahre. Okay, wenn ihr jetzt kommt, wenn ihr die Schwinge gibt, schaut ganz easy. Okay, bist du bereit? Wenn ich den gemacht habe, boom, 100% K.O. Mit Druck, bam. Danach gehst du zum Thai-Boxen rüber. Hier, boom, kicken. Natürlich, wir kicken nicht in den Schenkel, sondern in die Genitalien. Somit ist der Kampf auch vorbei. Schau mal hier, ob du den machst. Ob du den machst. Ob du den machst. Ob du den machst. Es gibt so viele Sachen, aber du musst trainieren. Und wenn ihr nicht trainiert, dann kannst du es nicht perfektionisieren. Der Mensch muss immer trainieren. Die Zeit macht dich gut. Deswegen sagt man in der Kampfkunst, die Ausdauer ist wichtig. Ausdauer meine ich jetzt nicht das, dass du jetzt gut ausdauerst und joggst 10 Kilometer, 20 Kilometer. Dass das deine Lebenseinstellung ist. Das macht Kampfkunst aus. Ob jetzt MMA, Boxen, Thai-Boxer, schau Mike Welch. Wie lange macht er das? Über 40 Jahre. Und ich kenne keinen. Er ist für mich eine Granate. Richtiger Champ. Bombenfighter. Bei Stuttgart, Mike Welch, schaut ihn bitte an. Er macht keine Videos. Ich diskutiere schon immer mit ihm, dass er Videos machen soll. Irgendwann mache ich mit ihm eins. Weißt du, das macht er nie. Aber eine andere Liga. Und das ist wichtig. Warum? Weil der Mike zum Beispiel, er trainiert, wie alt ist er jetzt? 47 Jahre, glaube ich, trainiert er schon. Jetzt 47 Jahre. Da kommt so ein Vollpfosten und dann fängt er zu kritisieren. Trainiere ich damit 47 Jahre? Oder jetzt habe ich in YouTube angeschaut, Mike Tyson, diese Dislikes. Ich schau mal, was für Menschen auf der Welt gibt. Der Tyson ist ein anderer Planet im Boxen, andere Liga. Aber sogar den tun sie schon kritisieren. Also man sieht, wie verblödet viele Menschen sind. Dann geh mal in den Ring, stell dir mal von den Tyson. Der gibt eine Granate, Knockout, tschüss, bye bye, andere Liga, da bist du in eine andere Welt.